So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Hier direkt vom Canyon von Pony. Letzten Part durchgehuscht, da werden wir jetzt nicht noch mal reingehen. Nein, dieser Trainerkampf war mehr als schwer. Er hat unser ganzes Team einmal umgehauen. Ihr durftet das am Ende des letzten Parts sehen. Heute werden wir hier weiter in der Story gehen und ja, hoffentlich bald das legendäre Pokémon zu sehen bekommen und vielleicht auch fangen dürfen. Ja, los geht's hier an der Brücke. Ja, ich hatte es schon vermutet. Hier kommt Lilie und es geht weiter mit der Story. Ich bewundere dich, Zwergenfürst. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Naja, bis auf den Trainer dort, bis auf den hinter der Mauer dort. Ist eigentlich alles in Ordnung. Weißt du was? Ich mache das jetzt. Ich werde diese Brücke überqueren. Ach, sie ist noch traumatisiert von dem, von der Sache mit, ich weiß, am Anfang, der erste Part war es, glaube ich, schon. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr ich davor Angst hatte, die Hängebrücke am Mahalo-Bergplatz zu betreten. Und das, obwohl Wilkchen in Gefahr schwebte, mir schlotterten richtig gehend die Knie. Aber die Höhe macht mir nichts mehr aus. Sieh gut zu. Das ist jetzt meine Prüfung. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Okay. Sie prüft sich jetzt sozusagen selbst, indem sie ihre Angst überwindet. Das finde ich gut. Ängste überwinden war schon immer ein gutes Mittel. Dürfte sie jetzt bloß nicht einstürzen. Und was ich dort sehe, finde ich nicht so toll. Da sind doch ein paar Vögel. Ein paar alle Vögel, die es hier wieder zu einer Last machen sollen. Verpisst euch, Mann. Die wollte gerade ihre Angst bewältigen und ihr Säcke. Ha! Zwergenfürst, ich hab's geschafft. Ich habe die große Prüfung bestanden. Na, das freut mich doch. Ja, na, haut ihr endlich ab. Ich dachte schon, die stellen was an. Die Kramurkse hier. Ich habe es ganz allein geschafft. Bist du ein bisschen stolz auf mich, Zwergenfürst? Und wie ich. Und wie ich stolz auf dich bin. Das ist. Und das ist was, sich deine Angst zu stellen. Hihi, danke. Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie einen Rast vertragen. Aber keine Sorge, ich habe nämlich genug Hypertränke, Bleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. So, ja, weiter geht's, möglichst den Dingen hier ausweichen. Da werde ich jetzt nicht durchgehen. Und weiter geht's. Ach so, hier können wir unser, wo ist es, Machomai benutzen. Zack. Schieb.
Okay. Achso, ja, stimmt. Hier rein. Und war schon richtig. Dietri wild erscheint. In der Diamanten-Version war es, glaube ich, da war ich ein Fan von Dietri und konnte es gar nicht erwarten, mir einen Dietri zu fangen. Aber ich glaube, jetzt mit der Alola-Form, mit der neuen Alola-Form in der Frisur, ich glaube, ich könnte es darauf verzichten, auf das Dietri. Ein Diamant war das was Besonderes, wenn man das nur an einem bestimmten Ort nach dem Storyverlauf fangen konnte. Oh, ein Item. Top-Genesung. Okay, das können wir gebrauchen. Das können wir wirklich gebrauchen. Schutz-Item wirkt nicht mehr, als ob das vorher gewirkt hätte. Ja, Mitte B. Zack. Und das da drin. Und dann noch den hier. Das ist ein ganzes Schieberätsel. Wie ist nochmal das Spiel, in dem man das machen konnte, indem man diese Blöcke verschieben konnte? Fällt es nicht mehr ein. Gibt so ein Spiel, und da kann man, das ist diese Rätsel, da kann man diese, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, was ich meine. Dieser, das ist ein relativ altes Spiel. Gab es mal als App für ein iPod, da hatte ich das mal gespielt. Relativ früh in meiner Kindheit, als der iPod noch neu war. Was heißt relativ früh in meiner Kindheit? Ich glaube, da war ich schon 12, 13. Solange es im Namen der Forschung ist, bin ich immer und überall zum Kampf da bereit. So wie Professor Birk, mein großes Vorbild. Okay, zwei Pokémon. Ein Schleimock. Schleimock. Wow. Wird wieder. Ja, es kann aber auch sein, dass man dabei vergiftet wird. Man zu nah Kontakt mit solcher Ungeheuer, die durch chemikalische Missstände zustande kamen. Magnezone. Oh, ein alter Freund aus Pokémon Mr. Vidanchen. Dass wir jetzt Let's Play nie zu Ende gespielt haben, sondern unterbrochen haben. So, Nitro-Ladung. Ja, war es nicht nötig, aber irgendwas muss ich machen. Level 54. Langsam aber sicher wird mein Team stärker. Immer stärker. Um an bestimmten Orten Forschung zu betreiben, braucht man einfach die Hilfe der Pokémon. Zwangfrost gewinnt 2112 Pokédollar. Und besiegt einen herumstehenden Professor. Und da sind wir schon wieder draußen aus der Höhle. Und Team Skull wartet natürlich auf uns. Mit Entschlossenheit in diesem Kampf, in diesem Sinne, los geht's. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Team Skull ist. Sieht so aus. Punkerin Natsuki fordert sich heraus. Tja, nicht jeder Punker mit pinken Haaren ist ein Team Skull-Mitglied. Auch wenn es manchmal so aussieht. Ein Mauzi. Die Weiterentwicklung. Snobby Card. Genau. Ich muss es mir langsam mal merken. Ich habe ja eins im Team. Sollte ich mir irgendwie schon einprägen, wie meine
Teammitglieder heißen? Ja, meine Teammitgliedernamen, mein Spitznamen weiß ich schon. Aber wie das Pokémon heißt, das sollte ich eigentlich auch schon wissen. So, Schnurbeli Kart besiegt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Schnurbeli Cat oder Schnurbeli Kart heißt. Ich habe es immer Schnurbeli Kart ausgesprochen. Kramchef. Okay, das sieht hübsch aus. Das Pokémon. Ich zerstöre dich trotzdem mit Dark Lariat. Sofern es mir möglich ist. Ja, für Team Skull ein bisschen zu stark und ein bisschen zu unspezifisch Pokémon. Ihr wisst, was ich meine. Nicht viel besser als Team Skull, aber man merkt es irgendwie. Es macht einen Unterschied. Ich habe zwar verloren, aber wenigstens habe ich dabei nur so vor Entschlossenheit gestrotzt. Zwangfürst gewinnt 1408 Pokédonner. Siegreich aus einem Kampf hervorgehe. Oha, da ist schon Lilly. Lilly? Ist das Lilly? Ich glaube eigentlich nicht. Die war doch hinter uns. Hat uns die überholt? Nee, das ist nicht Lilly. Toll, du inspirierst mich glatt zu einem Bild. Ein Bild mit dem Titel, mal überlegen. Ich hab's, Reisender auf Pony. Das ist ein sehr fantasievoller Titel. Sieht aber aus wie Lilly, so ein bisschen. Klein wenig von der vom Gesichtsausdruck und vielleicht ein klein wenig von der Frisur her. Und von der Kleidung. Ach ja, ich bin übrigens Matsurika. Ich bin der Captain hier. Mit dem auch sei, wie dem auch sei, ich war gerade mal wieder auf der Suche nach Inspiration für meine Bilder. Insofern habe ich leider keine Prüfung parat. Der Canyon von Pony ist schon ein echtes Wunder, findest du nicht auch? Wenn du den Canyon durchquert hast, wirst du übrigens sofort verstehen, wovon sich Elimar bei seiner Prüfung inspirieren hat lassen. Ach, bevor ich es vergesse, hier ein Andenken an unsere erste Begegnung. Du heißt Z-Kristall Sylphium Z. Sylphium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Krieg ich einfach so ein Z-Kristall geschenkt? Das ist ein Ding. Muss sie gar nicht mal besiegen. Ist sogar keine Herausforderung. Habe ich einfach mal bestanden. Das ist der Z-Kristall Sylphium Z. Ich habe es gesehen. Hoffentlich bist du für seine geballte Ladung Z-Kraft bereit. Insofern ich herausfinde, zu welchem Pokémon er gehört. Als Captain muss ich mir natürlich so meine Gedanken über die Prüfung machen. Wie wäre es mit einer Prüfung, bei der man ein Bild malen oder Blumen pflücken muss? Das wäre doch mal was. Ja, da wäre ich auch mal zur Abwechslung dafür. Dann mach's mal gut. Alola. Ja, Alola. Kann ich nur erwidern. Ja. Noch ein Typ, der aussieht wie Team Skull. Ich bekämpfe ihn nicht. Bewusst dagegen entschieden. So, wo geht's weiter? Oh, hier war dann. Über die Natur. Ein Weg die Natura. Vielen Dank. Yep, diese Dingens, diese schwarzen Denkmale zeigen uns immer, wo wir lang müssen. Es ist schon mal gut, wenn man sich verläuft. Och nein, hier ein Haufen Trainer gleich. Und gleich drei an der Zahl. Eines Tages werden wir die Besten sein. Keine Warnung also. Wir werden alles geben. Ja gut, wir dürften
hoffentlich nichts zu schwer sein. Okay, wenn der erste Trainer zwei Pokémon hat, dann ist zu erwarten, dass sich das steigert. Wunderbar. Lukas reicht Level 44. Hast Trainer besiegt. Sag doch gleich, dass ihr schon die Besten seid. Ihr kämpft mit Herzblut, das war zu spüren. Ich gewinne wieder ein wenig Geld und gehe siegreich aus einem Kampf hervor. Hallo, ich sollte mal sagen, wir sind schon die Besten. Hat der Trainer vor dir gesagt, dass ich da vorne warnen soll. Okay, du willst trotzdem gegen mich kämpfen? Von mir aus. Glaubt fest aneinander, nicht wahr? Dann zeig doch mal, ob euch das was bringt. Ich kann dir auch sagen, dass es mir was bringt. Nicht, dass du nachher überrascht bist. Ich hab's doch gesagt. Drei Pokémon. Dann wird der letzte wahrscheinlich vier Pokémon haben. Wenn man erreicht ein neues Level mit Pikachu. Das war ja beeindruckend. Ich mag es, wenn Trainer und Pokémon so aneinander glauben. Zwangfrost gewinnt 4136 Pokédollar. Siegreich aus seinem Kampf hervorgehe. So, nächster Trainer. Ich weiß, das Team ist geschwächt, aber ja damit. Okay, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, deshalb. Ein Veteran sogar. Na, vier Pokémon. Wenn das nicht zu erwarten war. Du hast wirklich einiges auf dem Kasten. Der Sieg gehört dir, keine Frage. Ein bisschen Geld und ein besiegter Pokémon-Trainer. Und weiter geht's. Vielleicht werden irgendwann mal meine Pokémon geheilt. Schauf, Keuch! Uff. Laufen ist nicht wirklich meine Stärke, entschuldige. Puh. Bis zum Podium ist es nicht mehr weit, Zwergfürst. Lass mich deine Pokémon heilen. Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Ein Trainer ist auf seinen Pokémon angewiesen. Je besser es ihnen geht, desto mehr Abenteuer kann er ihnen bestehen. Mit ihnen bestehen. So, weiter geht's. Lilly bleibt natürlich stehen. Was ist das? Auf dem altertümlichen Steinmonument ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Vor hier liegt ein Ort der Prüfung. Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind, sich den Herausforderungen der Prüfungsstätte zu stellen. Fehlt dir der Mut, dem Herrscher dieser Stätte entgegenzutreten, so sei klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinen Pokémon zu vertrauen, so schreite fort. Eure Verbundenheit wird eure Stärke sein. Es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend ein Ort der Prüfung. Wie du scheinbar dem Schild schon entnehmen konntest, möchtest du dich der Prüfung versuchen? Selbstverständlich. Eine weitere Prüfung beginnt. Vielleicht unsere letzte. Los geht's. Drei Pokémon und ein Herrscher. Wie wir es kennen. Du spürst eine Präsenz. Etwas scheint dich zu beobachten. Na dann. Oha, da kommt es angeflogen. Ein Miniras. Wild erscheint. Okay. Besiegen wir es. Wahrscheinlich können wir nicht fliehen. Ich versuche es. Die Prüfung ist noch nicht vorbei. Du kannst jetzt nicht einfach fliehen. War so gut wie klar. Sind wir ja gewohnt von den bisherigen Prüfungen. Oh, das kriegt Lea ja fast alleine hin. Und was setzt denn der da ein? Das ist aber nicht sehr effektiv. So, und gut für Lea. Oh,
Oha. Das ist nicht gut für Lea. Ja, komm. Das wäre jetzt mega. Geht um die Sitz. Okay. Und das verschafft meiner Lea einen klaren Vorteil von einem Sieg. Lea hat das erste Pokémon besiegt. Das finde ich doch mega. Mega stark. Der Blick durchbohrt dich regelrecht. Weiter geht's. Ich würde gerne mein Lea heilen, wenn es möglich ist. So, dann kann sie vielleicht auch den nächsten Pokémon-Gegner besiegen. Scheint wieder sowas ähnliches wie Miniras zu sein. Oh, die Weiterentwicklung scheinbar Mediras. Okay, die wird vielleicht Lea nicht alleine schaffen, aber versuchen kann sie es zumindest. Finte, wir beginnen wieder genauso. Okay, ja. Wird sie vielleicht zur Hälfte schaffen, wenn sie gut ist. Dann holen wir uns John zur Hilfe. Juwelen. Dingens. Okay, halt aus. Lea. Vertraue auf dir. Schlitzer, vielleicht. Okay, Autobin hieß das, glaube ich. Schlitzer. Boah. Nicht unbedingt das Beste. Ich versuche nur die vierte Attacke. Bis, wenn ich darf. Ja, ich darf. Bis. Oh, gut, die Hälfte könnten wir schaffen. Noch einmal Finte. Ich bin optimistisch. Und das was schaffen. Die Hälfte. Los, Finte. Ja, die Hälfte haben wir. Setzkraft. Vielleicht bringt es die etwas. Kopfnuss. Okay. Ich dachte, das war's jetzt. Na gut. Setzkraft von Lea. Lea, die vierte Hütchen Setzkraft. Lea, die vierte nimmt all ihre Kraft zusammen und setzt Hypersprintangriff ein. Attacke. Die fährt wieder auf ihren unsichtbaren Moped. Jo, kann man als nutzvoll mir fehlt gerade das Wort fügt selbst hinzu verschreiben oder irgendwie so ähnlich nutzvoll ins Tagebuch eintragen, ins Kampftagebuch. Kopflos. Okay, und das war's. John, komm her und mach den Rest. Erledige den Rest. Flammenblitz. Naja, das war ja jetzt nicht nötig. Automie. Okay, das hätten wir. Supi. Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nahe. Da vorne am Altar wahrscheinlich. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Ja. Auch wenn es einen weiteren Angriff bedeuten wird. Ein Angriff von ihm, dem Herrscher-Pokémon. Und diese Herrscher-Pokémon-Kämpfe sind wie gewohnt immer besonders fies. Und wir werden sie überstehen, hoffe ich. Ein grandias Herrscher greift an. Oh, ich vertraue mal auf John. Und auf mein Team generell. Die werden das schon. Die werden das Kind schon liegen. Flammenblitz. Neue Attacke. Schutzschild. Was? Schützt er sich einfach selbst? Ruf Mitstreiter. Ja, das ist so gut wie klar. Das passiert jedes Mal wieder. Ein Mediras passiert. Ja, es passiert auch.
Flammenblitz auf Kandias. Los! Los, mach es. Himmelhieb. Auweia. Das klingt schon nicht sehr gut. Flammenblitz. Mach ich mein Ende. Auweia. Das sieht nicht gut aus. Angst. Was tue ich denn? Selbstkraft bringt nicht viel. Eine Dark Laria vielleicht. Kraftschub. Von mir aus macht Kraftschub. Eine Dark Laria. Meine Lieblingsattacke. Mach es. Okay. Die Hälfte hätten wir gleich. Nitro-Ladung. Macht es, John. Ich weiß, deine Attacken sind hier nicht so gut, aber nicht so gut heißt halt nicht schlecht. Sie bringen halt etwas. Ich muss sagen, wer sich nicht selbst heilen kann. Okay, das war jetzt sehr schlecht. Versuch's mal wieder mit Flammenblitz. Ich hätte vielleicht mal Trank einsetzen sollen. Aber nö. Wieso auch? Wieso Tränke einsetzen? Wäre ja zu einfach. Los, komm, noch ein bisschen raus. Da kriegst du noch ein bisschen raus. Himmelhieb. Okay, das ist unser Tod. Was? Noch nicht. Ein KP noch. Lass uns noch einmal zuschlagen. Dann können wir das Größte schon mal wegkriegen. Da haben wir noch ein Kaiotsu. Das kümmert sich dann um den Rest. Ich denke, Wasser ist hier auch effektiver. Reagiert blitzschnell. Flammenblitz. Hau rein. Zack, das sieht doch schon ganz gut aus. John wurde besiegt. Ja, durch den Rückstoß. Stimmt, habe ich vergessen. Das war eine Rückstoßattacke. Aber Kaiotsu wird jetzt vielleicht den Rest machen. Ja, ich sehe da schon zwei Attacken, die sehr effektiv sind. Das sind zwar nicht das Wasser, die Wasserattacke, aber Arioas. Okay, ich habe jetzt aus Versehen auf Megiras eingesetzt, aber gut. Vielleicht haben wir das dann weg. Yep, das haben wir aus dem Weg geschafft. Ich bin auch optimistisch, dass das... optimistisch, dass das Ash-Kaiotsu schafft. Ash-Kaiotsu! So. Himmelhieb. Das könnte vielleicht wehtun. Oh ja, sehr. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe ganz auf ihn gesetzt. Wer kann es Lucas richten? Komm, Lucas! Ruf mit, Streiter. Bitte nicht. Oh doch, ein Ferox erscheint. Auweia. Vielleicht Dunkelklaue auf Kandias. Komm, es ist doch schon fast besiegt. Mach. Worauf wartest du? Lichtkanone. Auweia. Stimmt ja. Da gab es ja noch etwas namens Kostümspuk. Aber diese Attacke sieht sehr gefährlich aus. Komm. Ja. Fast. Fast besiegt. Komm. Mach's fertig, Lucas. Lucas, komm! Mein Lieblings-Horror-Typ aus Resident Evil 7. Mein Lieblings-Psychopath. Jetzt ist nur Sherox da. Das sollten wir doch schaffen. Sind wir vielleicht? Ferox wird doch jetzt nicht mehr das Hindernis sein. Wir haben das Herrscher-Pokémon schon besiegt. Wir haben den Herrscher schon besiegt. Komm, Pikachu und Robin haben wir noch. Robin? Ja, muss doch möglich sein. Level 45 gegen Level 32. Ja. Das ist ein Witz.
Ja, wir haben es geschafft. Wieder mal in die Inselprüfung bestanden. Und ich erreiche Level 46. Super. Mein Team ist zwar komplett hinüber, aber ein grandioser Herrscher wurde besiegt. So. Grandias ist in die tiefsten Tiefen des Canyons verschwunden. Und ein weiterer Zed-Kristall. Ich weiß gar nicht, für welche Pokémon wir alle die Zed-Kristalle einsetzen sollen. Ah, Prüfung bestanden. Gut, ich würde mal sagen, weiter geht's dann im nächsten Part. Ich habe da nämlich so eine Vermutung, dass es dann schon mit dem legendären Pokémon weitergeht. Du hast den Zed-Kristall des Typs Drachen, auf Drakium Zed genannt, an dich genommen. Gut, hier geht's nämlich raus. Ich würde mal sagen, dort geht's storymäßig weiter. Also, jo, ich verabschiede mich hier und sage, ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie gewohnt, wie es euch gefallen hat. Und bewertet diesen Part, so wie es euch gefällt. Jo. Abo dalassen auf jeden Fall, wenn ihr neu seid und ja keinen weiteren Part verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Part. Haut rinne.